Also begrüßt sie ganz herzlich auf unserer Bühne Leona Knobel. Ja, hallo Frankfurt. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich habe nämlich gedacht, zu diesem Oberthema passt mein Text, den ich tatsächlich schon vor 1-2 Jahren geschrieben habe, sehr gut. Obwohl so ernst scheint das Thema hier gar nicht genommen zu werden beim Poetry Slam. Weiß denn jemand, was das Thema ist? Könnt ihr das mal reinrufen? Ja, es ist noch früh, ne? Da ist das Publikum noch schüchtern. Ja, was war nochmal das Thema? Ich weiß das nämlich selber auch nicht im Wortlaut. Ihr müsst mir jetzt helfen. Friedenskultur, genau. Sehr schön. Genau, dazu auch mein Text. Er stammt aus einer Zeit, in der ich noch dachte, Poetry Slam, das ist so Rap für unmusikalische. Und ja, damals habe ich noch versucht, auch so zu schreiben. Also ich habe ein Du, was ich anspreche, was so ein bisschen hatermäßig gedisst wird. Also ihr dürft euch sehr gerne angesprochen fühlen, aber nicht angegriffen. Und es gibt auch einen Chorus, also Refrain, den ihr auch gerne mitsingen dürft. Ich weiß, das ist noch früh. Und er ändert sich auch immer wieder. Aber eins bleibt gleich. Und zwar, jedes Wort hat das Ende ist. Vielleicht kriegt ihr wenigstens das hin. Dann bekomme ich auch so ein Rap-Feeling. Ja, das fände ich sehr schön. Uns wurde gesagt, ja, dass wir nicht 6 Minuten haben, nicht 7, sondern weniger. Deswegen übe ich den Refrain leider nicht mit euch. Genau. Und ja, der Text heißt Zwischen Träume oder die da und wir hier. Du willst nicht so sein wie die da, das betonst du immer wieder und machst deren Werte nieder. Du bist stets am Konflikte anfechten, siehst mal nach dem und nach den Rechten. Denn mit der Masse hast du keine Identifikation, mit den Linken aber schon. Du besetzt Denkmäler, beschriftest Hauswände, beschimpfst CDU-Wähler und besetzt das Gelände. Du zerfetzt sämtliche Ideologisten, doch nimmst beim Denkmalbesetzen nicht mal Rücksicht auf Touristen. Du schikanierst mit Aggressivität und Radikalität und provozierst bis Soziophob und Misanthrop. Du bist ein Rebell und machst Randale, gehst auch des Öfteren auf die Barrikade. Mit Rechten auf die Fresse-Attitüde bist du Gesellschaftshasser und vom Leben so müde. Du identifizierst dich als linke Zecke und manövrierst dich so in schicke Ketten. Doch du merkst kaum das Paradoxon in der Konstruktion deiner eigenen Person. Du bist kein Fanatist, Fundamentalist, Faschist, Rassist oder Ideologist, denn so wie die bist du nie. Doch ohne dass du es merkst, ist das schon Ideologie. Du bist Anti-Alles, du bist Anti-Welt, wünschst dir eine andere Welt, weil du die jetzige so hast. Doch was man bei so viel Hass schnell verpasst, ist der Artefakt, dass man sich selbst ganz verzwickt, ganz verstrackt, ganz vertrickt und verzwackt der Anti- und Anti-Enthaltung hingibt und den Weltschmerz in den Drogen erstickt und mit Äppler wegkippt. Du wirfst Sand ins Getriebe voll Hass, doch erfolglos bleibt all das ohne Liebe, ohne Spaß. Du verdeckst dich hinter deiner krassen Hasserposition und der linken Zecken-Identifikation. Du versteckst dich hinter Gesellschafts- und Politikkritik. Du gibst auf alle anderen nur einen Fick. Denn du bist kein Fanatist, Fundamentalist, Faschist, Rassist oder Ideologist. Denn so wie die bist du nie. Doch merkst du eigentlich, dass du voll krass voll Hass bist? Deine Ideologie ist auch Paradoxie. Einerseits hältst du an der Meinung fest, du siehst und machst mehr als die Masse und diese dann schlecht. Andererseits bist du nur ein kleiner Mann, der nicht viel anrichten kann. Doch du bist so toll, du bist politisch engagiert, doch wer Hass mit Hass bekämpft, der verliert. Und hast du mal nachgefragt und hinterspürt, woher das rührt, was an dir nagt? Ist es irgendetwas von früher, was dich da plagt? Ist dir wirklich so viel Dunkles geschehen? Kannst du deshalb nur schwarz tragen, malen und sehen? Und obwohl Kutte dir eigentlich ganz gut steht, merkst du nicht, was dir dadurch eigentlich entgeht. Du steckst so tief in der Maske drin, vielleicht verfehlst du dadurch den wahren Sinn. Du bist kein Fanatist, Fundamentalist, Faschist, Rassist oder Ideologist. Denn so wie die bist du nie. Doch merkst du eigentlich noch, wer du wirklich bist? Du denkst, du weißt, wer du bist und hast deinen Platz gefunden, doch eigentlich weißt du nichts. In diesem Schall und Rauch, in diesem Schatten und Rausch erstick nicht. Entrin lieber deinen Blick hin zum Licht. Denn so wie du dich selbst konstruierst, worin du dich scheinbar verlierst, gestaltest du auch deine Umwelt.
Und es liegt in deinen Augen, deinen Händen, ob sie dir gefällt. Du hast den Pinsel und bemalst die leeren Seiten. Lass dich dabei doch einfach mal vom Guten geleiten. Und du wirst sie sehen, völlig neue Weiten. Du bist kein Fanatist, Fundamentalist, Faschist, Rassist oder Ideologist. Denn so wie die bist du nie. Ändere stattdessen doch mal deine Lebensphilosophie. Sei doch Optimist, Euphemist, Idealist, Altruist, Pazifist, Realist, Idealist, wenn du real bist. Nimm doch mal buntere Farben und mal sie ganz neu. Erfinde sie und dich selbst ganz neu und bau auf dich, deine Kräfte, deine Werte und vertrau auf dich und das Universum. Denn alles um dich herum ist ein Spiegel deines Inneren und so viel steckt schon in dir drin. Und Sarah Lesch hat schon gesagt, es war immer so nah und doch immer schon da. Und du hast die Wahl, mit Hass und Anti-Haltung alles zu verteufeln oder du siehst und nutzt dein Potenzial, dich an dir und dem Leben zu erfreuen. Statt Misanthropie, lieber Euphorie. Statt Soziophobie, lieber Empathie. Vergiss vor all dem Weltschmerz und Kummer nicht, wie viel eigentlich wirklich in dir schlummert. Statt Grenzen, die wir alle verachten, Gemeinsamkeit sehen und schaffen. Ohne Hass eine neue Ära entfachen. Statt Autos lieber Liebe lieb entflammen. Statt Prügeln und Zerstücken bauen wir lieber Brücken. Brücken bauen, die entzücken und staunen, wie sie uns miteinander verbinden. Wie wir unsere und uns in der Mitte dann finden. Brücken bauen, die entzücken und staunen, wie sie uns miteinander verbinden, wie wir unsere und uns in der Mitte dann finden und die Egos im Einssein miteinander verschwinden. Dankeschön. Leona Knobel. Du willst nicht so sein wie die da, das betonst du immer wieder und machst deren Werte nieder. Du bist stets am Konflikte anfechten, siehst mal nach dem und nach den Rechten. Denn mit der Masse hast du keine Identifikation, mit den Linken aber schon. Du besetzt Denkmäler, beschriftest Hauswände, beschimpfst...